Jetzt zeige ich euch mal wieder neue DS-Spiele in meiner Sammlung. Ja, wieder 8 Stück. Es sind wieder gute Dinger dabei hier. Einige Mario-Spiele, die auch die besten ihrer Reihe teilweise waren. Aber schauen wir erstmal rein. Geht gleich mal los mit einem Banger und zwar Mario Kart DS. Ja. Ziemlich geil. Also nicht nur der Multiplayer-Abschnitt, sondern auch damals hier die Rennmissionen sind ja gefühlt bis heute einzigartig. So, dann haben wir verschiedene Fahrzeuge, die wir bei den Charakteren benutzen können. Also nicht nur standardmäßige Karts. Ich meine, bei Double Dash gab es das ja auch schon und so, aber jetzt hier für einen Handheld-Ableger konntest du ja alles Mögliche freischalten. Da konnte auch Mario in Warios Kart fahren zum Beispiel und ach, richtig geile Dinger mit dabei. Oft auch einen Einzelspieler-Modus gespielt, ey. Ja, wie viel will ich da noch drüber schwärmen? Auf jeden Fall ein richtig geiles Ding, brauche ich ja nicht zu erwähnen, oder? Oder? Mario Party DS ist auch für mich der beste Ableger der Reihe. Tja, tatsächlich. Auf den, ja, stationären Konsolen, sage ich jetzt mal so, da sind ja diese ganzen Teile schon standardmäßig. Also die kann man natürlich alle ordentlich mal spielen vorm Fernseher. Aber so ein Handheld-Ding, das ist für mich nochmal was anderes. Ich weiß, Mario Party 4, 5, 6, 7 für den GameCube, das sind schon etwas teurere Dinger. Und 1, 2, 3 sind legendär. Aber gerade für den DS viele ikonische Minispiele auch hier. Mit der Seife, diesen ganzen Wettrennen und den Spielbrettern, es macht schon Spaß. Auch alleine, das ist so ein gutes Ding, das kann man auch mal schön alleine spielen. Finde ich schon ganz geil. Auch mehr oder weniger einzigartig Mario Slam Basketball. Ja, gab es schon mal ein Mario Basketball Spiel nochmal so? Ich meine, es gab mal auf der Wii Mario Sports Mix, da waren verschiedene Sportarten drauf, aber direkt so ein Basketball und das für ein DS, ja. Wusste ich am Anfang auch gar nicht, dass es das gibt, auch so im Laden nicht gesehen. Sonst hätte ich es vielleicht als Kind vielleicht auch mal gehabt, man weiß es nicht. Und damals noch diese dicken Anleitungen. Guckt euch mal diese Oschis hier an, ey. Aber ein gutes Ding hier mit dem Basketball. Macht für zwischendurch auch mal ganz viel Spaß. Kann man für einen Zehner mal mitnehmen. Habe ich allerdings nicht wirklich häufig gespielt. Im Gegensatz zu Party und Kart, weil die hatte ich ja damals schon. Auch in dieser Reihe, ja, für mich gefühlt der beste Ableger. Und zwar Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Ja, ich finde das ziemlich geil mit der Geschichte, dass die da das Bowser dann alle verschluckt und man hat quasi diesen Double-Bildschirm, dass man Bowser spielen kann und switchen kann zwischen Mario und Luigi mit diesen ganzen Bosskämpfen. Finde ich richtig geil mit der Story. Habe ich sogar, ich glaube, durchgespielt. Ich kann mich nur ans Ende nicht wirklich erinnern. Mir bleiben so mehr die Anfangssequenzen im Kopf und gab es richtig geile Dinger, auch lustig und sowas eingepackt und fettes Ding. Und jetzt kommt ja bald das neue Watership, wird auch nett. Oder auch vielleicht mehr. Ja, dann so ein Ding, das kann ich jetzt nicht schlecht einschätzen, Mario und Luigi, Partners in Time. Ja, auch relativ teuer eigentlich, normalerweise. Kommt drauf an, ich hatte es jetzt aus einem GameStop. Da fehlt mir jetzt zum Beispiel hier die Anleitung, muss man dazu sagen, hier diese dicke Anleitung. Aber das habe ich halt nicht so gespielt wie zum Beispiel Mario und Luigi Abenteuer Bowser, was ich damals hatte. So, das hier fehlt mir tatsächlich. Also das müsste ich noch, was heißt nachholen, aber noch so richtig spielen, dass man da einen bestimmten Eindruck von hat, deswegen. Aber ansonsten ist das bestimmt auch ganz geil. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Ja, dann so ein Ding, ich wollte es eigentlich gar nicht haben, aber ich habe es mir dann doch mal mitgenommen. Hätte man auch für die Wii kaufen können, im Grunde genommen. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ja, ich habe auch das nächste, was gleich kommt, Winterspiele zum Beispiel. Und das fand ich zum Beispiel ganz geil damals. Und hier hast du ja auch so ein Ding hier, diese ganzen Spiele, Tischtennis und sowas, ist für nebenbei ziemlich geil. Aber mehr als ja. Die Cartridge ist da jetzt leider auch nicht drin. Mit Tails 16 spielbare Charaktere aus Team Mario und Sonic. Also Tails, Amy, Sonic, Mario, Peach, Bowser und wie sie alle heißen. Fettes Ding bestimmt. Ja, auf der Wii vielleicht nochmal mit anderen Graphics, aber egal. Kommen wir jetzt zu besagten Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Und das ist eigentlich so ein kleiner Geheimtipp, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt's ja auch die Wii-Version. Aber ich finde das ziemlich geil. Jetzt mal von den Graphics abgesehen, die gar nicht so schlecht sind. Ich meine, normal für DS-Verhältnisse gibt es ja diese ganzen Minispiele, wie gesagt. Und es gibt hier so eine Art Story-Modus. Da muss man diese ganzen. Wie heißen die? Wie heißen die? Ich blende es ein. Auf jeden Fall, ja, gibt es da diesen Story-Modus und es gibt hier diese ganzen Minispiele, Snowboard und so. Das macht eigentlich schon Spaß. Ich finde das so geil zu spielen und Winterspiele sowieso für mich geil. Schnee und auf jeden Fall. Jetzt haben wir alles voll Mario. Das letzte Spiel jetzt kein Mario. Ja, praktisch. Ja, habe ich mir aber auch nicht so ausgesucht, aber trotzdem ein geiles Ding. Und zwar, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, mit einem Freestyle-Bonus hier, Freestyle-Variante. Ja, auf dem DS kann man das natürlich auch super spielen. Mensch, ärgere dich nicht, klar. Ist ein bisschen zäh und träge, also muss man wollen. Geht natürlich ein bisschen langsam, wenn man das alleine spielt, weil jeder noch am Zug ist. Aber gerade mit dieser Freestyle-Variante kommt da doch nochmal ein anderer Pep rein. Und eigentlich ist das schon ganz geil, wenn man das mal so unterwegs hat. Ich hatte das halt eben damals, deswegen ist das so ein bisschen, ja, sag ich mal, so verankert, so von früher, dass es geil ist. Je nachdem, man kann es nehmen, wie man will. Auf der Switch gibt es das ja auch zum Beispiel jetzt mittlerweile PC. Es gibt ja unterschiedlichste Versionen.
Das waren jetzt wieder mal einige DS-Spiele, viele Mario-Spiele dabei. Es kommt natürlich noch was. Ja, wer aufgepasst hat, es fehlt natürlich noch ein großer Titel, aber der kommt noch. Und ja, das waren wieder einige Spiele. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao.